So, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu Skyrim. Warte mal, ich muss mal meinen Maus umstellen. Alles klar, funktioniert wieder. Ich bin Axel, da ist die Serana. Wir sind von da gekommen und müssen, glaube ich, da rein, oder nicht? Schön. Ich reg mich auch gar nicht mehr über die Maschine auf. Das war gestern, als ich das gemacht habe. Auch jetzt meine Glut abgefallen von der Kippe. Das muss ja auch nicht sein. Oh. Wie sieht's denn hier aus? Serana, sagst du auch mal was dazu? Nee. Ich glaube, wir treffen hier gleich auf eine Spinne. Guck mal, da sind schon die ersten paar kleinen Spinnchen. Serana, mach die mal weg. Mädel, hinter dir! Wer ist da? Ach ja, muss man sich alles alleine kümmern. Albino-Spinnchen ist da, siehst du doch. So, nackt. Was ist das für rotes Zeug hier? Na, guck mal, hier ist so ein Zwergenballistik-Scheiß. Voll vorbeigeschlitzt. Oh. Aua, aua. Nackt, tot. So, stand irgendwas. Warte mal, ich muss mal eine Sekunde. Effekte. Habe ich irgendwo einen roten Effekt? Da. Sinnesfluch. Magie sich mit halber Geschwindigkeit. Warum Sinnesfluch? Habe ich irgendwas? Einen Moment. Krankheitsheilung. Hat das gereicht? Ist das jetzt weg? Sinnesfluch? Hier. Gut. Alles klar, dann war es doch nur eine kleine Vergiftung. Wo ist denn hier das nächste Ballistik? Ich hab doch schon wieder hier was schießen gehört. Und was seid ihr? Dynamo-Schalter. Wo ich zwei Dynamo-Schalter finden? Oder Dynamo-Kreisel finden? Komm mal her. Rims, Rims. Na komm. Genau. Kill him, kill him. So. Hast du denn... Du hast Zwergenöl dabei und einen großen Seelenstein. Ich guck nochmal den anderen an. Was knackert denn hier im Hintergrund? Ist hier noch irgendwo was, was sich bewegt? Also hier brauche ich auf jeden Fall da Dynamo-Kreise. Schade, ich wüsste ganz genau, in Birsenheim, da hätte ich noch welchen. Wo ist denn der andere Knöch jetzt hin? Da liegt er. Hui. Da hinten krabbelt schon wieder eine Spinne. Scheiß hier. Komm, wir verfolgen mal die Spinne. Spinnchen, Spinnchen. Ich hab dich gesehen. Da hinten rennst du. Komm her, du Drecksau! Und so. War das Serana-Spinne? Hat die schon wieder hier irgend so einen Scheiß beschworen? Alles klar. Was hat mir das jetzt gebracht? Ja, aber das geht ja nicht auf. Centurio Dynamo Kern brauchen wir dafür. Aber ich habe auch keinen Bock nochmal hier zurückzurennen. Geht's hier hinten noch irgendwie weiter? Hier geht's noch weiter. Hier finden wir doch bestimmt hier die Kerne. Auf jeden Fall. Nein. Zurück. Tiran, allein wie mal durch. Große Halle. Ich muss in die andere Richtung rennen. So. Einer guckt meiner an. Hallo. Ja. Klack. Kill him. Kill him. Nummer 1.
natürlich. Greifen wir auch gleich an. So. Ja, ja, voll die Knie weggehauen. Dann gib mir mal den hier und das. Was ist das denn? Was war das? Dietrischer Pfeil. Ach, ich habe Pfeile eh verloren in der letzten Aufnahmesession. Irgendwelchen Schrott habe ich hier noch mit. Dietrischen Pfeilnehmer mit. Drehmorgetrieberad. Das braucht man auch für irgendwas. Die habe ich da. Ich weiß nur nicht. Habe ich jetzt. Warte mal, stopp hier. Das nehme ich auch noch mit. Ich habe die Quest irgendwann mal angenommen. Dann musste ich mein Safe Game neu laden, weil das Spiel sich an einer bestimmten Stelle verbuggt hat. Was ich aber, glaube ich, schon mal erzählt habe, irgendwann am Anfang, als ich das hier begonnen habe, das normale Skyrim Let's Play. Hallo? So. Runter. Wunderbar. Auf jeden Fall, irgendwas ist noch mit diesem Tremor-Getrieberad. Ich habe es auch seitdem nicht wiedergefunden. Oh! Goldhaufen aktivieren. 117 Gold. Goldhaufen. Noch ein Goldhaufen. Goldhaufen. Was bist du? Eben Erdstreitaxt. Ja, sieht auch schön aus. Schick, schick, schick. Truhe. Goldhaufen nehmen wir erstmal mit. Ah, noch mehr Gold. Und kaiserlicher Bogen der Glut. 7 Schadenspunkte in brandbrennenden Schaden der Bindung. Stirbt das Ziel immer. Ja, Gewicht von 3, den noch mit. Kriegs. 6 Sekunden Leben. Ach, Trophy kackt und Trophy schissen. Was ist das? Hurums Resonanzedelstein. Ach komm, den brauchen wir doch für eine andere Dingensbummelns. War das der einzige? Muss ich hier sämtlichen Kram hier durchforsten, nur für solche Resonanzedelsteine? Wo ist denn Serana, die alte Drecksau eigentlich? Serana? Serana? Serana ist weg! Mann. So. Düsen wir mal ab nach oben hier, Vampirfürsten. Ja, ja, böser Mensch. Ich weiß gar nicht mehr seinen Namen. Wie hieß denn der? Scheiße, das ist doch noch nicht so lange her, dass dieses DLC rauskam. Wie hieß denn der Vampirfürst? Schreibt mir in die Kommentare. Ich krieg eine Krise. Boah. Nevlok? Nevlok? Was war Nevlok? Von Nevlok irgendwas? Hallo Serana, alles Mädel, alles klar. Das war ein klasse Deutsch hier. So. Sehe ich irgendwelche Geister, Gespenster? Was ist denn das für eine seltsame Textur da oben? Ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Ich bin kein Vampir, Serana. Da. Oh, guck mal. Habe ich den schon mal mir angeguckt? Ich weiß es gar nicht. So, alles klar. Da ist mein aktueller Standort. Hier waren wir drinne. Kakrumes. Oh, Kakrumes. Kakrum und so weiter. Nardak. Das können. Habe ich nur 1, 2, 3 von diesen komischen Dingern hier? Das kann doch auch nicht sein. Windstein abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Was mache ich denn jetzt? Nordküstenanlegestelle. Komm, dann reisen wir mal dahin. Interessiert mich jetzt einfach mal, was dort ist. Sag mal, müsste ich nicht noch mehr von diesen Resonanzsteinen bekommen? So 4, 5, 6 Stück an der Zahl? Oder habe ich die jetzt einfach übersehen? Hm. Ah, guck mal, hier waren wir ja auch schon. Ah, Entschuldigung, ich musste mal einen kurzen Schluck Gedächtnis, Hopfenbräu, Wasser nehmen. Stirb!
Das ist eine Krabbe. Serana hat die voll durch die Gegend geschossen. Krabbenchitin braucht keine Sau. Woher seid ihr gekommen? Und jetzt hat die Serana sich da so ein Krabbenmistvieh erdingelnst hier. Das nehme ich mal wieder mit. Salz ist wichtig, liebe Leute. Scheiß auf alles andere. Truhe, die habe ich da auch schon geplündert, oder? Ja. Hier waren wir auch schon drin, das haben wir auch alles. Haben wir auch schon. So. Mach mir nicht so viel Angst hier, Serana. Ich gucke jetzt mal kurz auf die Karte. Eine Sekunde mal. Huiuiuiuiui. Gletscherhöhle, da können wir mal hinlaufen. Bürstenrücken hole. Nee, Höhle. Nein, Markierung. Hier, Markierung setzen, bitteschön. Da düsen wir jetzt mal hin. Und seltsamerweise, die Markierung funktioniert auch wieder. Ich brauche wieder irgendeinen Deppen, wo ich noch ein bisschen hier von diesem Gesöff da, weil ich von dem Typen da machen muss, verteilen soll. Da brauche ich noch ein bisschen was. Also ich brauche noch irgendeinen, den ich hier anquatschen kann, der mal freudig gesinnt ist. Die Muschel haben wir, glaube ich, das letzte Mal geplündert. Ninswurz, ich höre sie, ich höre... Ninswurz. So, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, schöner Aussichtsturm. Kommen wir da hoch? Schick, oder? Ich find's ja super, kannst ja sagen, was du willst. Episch nenne ich das. Episch. So. Immer wenn ich so sage, weiß ich nicht weiter. Da wollen wir reingehen. Da durchstöbern wir einfach mal, was hier alles so drin ist. Ach. Herr Jeminemine. Mal gucken, wie viele Folgen ich heute aufnehme. Ich denke mal so 2, 3. Habe ich auch ein bisschen Zeit, dann kann ich irgendwann eine längere Session machen. Gut tun, dem Sonnenlicht eine Weile zu entkommen. Ja, ist sehr schön. Nicht stören lassen, ich trinke nochmal einen Schluck. Oh, Dickling! So. Was hast denn du mit? Du hast... Warum hat er eine Zange mit? Dietrich, ich habe nicht genug. Zaubertränke können wir mitnehmen. Und was hast du noch dabei? Alles klar. Dann gucken wir hier mal uns ein bisschen um. Wie ist das Misti? Bürstenrücken, Höhle, Palim, Palim. Ist hier irgendwas? Holz. Kann ich Holz mitnehmen? Nee, kann ich nicht mal Holz mitnehmen. Schöne Verarsch hier, voll die Sackgasse. Gut, dann haben wir hier voll die Rieglinghöhle. Klack. So, haben wir den weg. Warum stecken die kleinen Rieglinge in Fässern? Kann mir das mal erzählen, bitteschön? Serana, was hast du denn hier schon wieder aufgelockt? Aufgescheucht meine ich, die aufgelockt. Aufgelockt, das ist wohl ein klasse Deutsch von mir hier, das ist wohl unfassbar. Ich hänge in der Wand fest, danke. So, Fass leer, stand auch da. Ich will nicht die Holzschale, nein, ich rutsche weg. So, Zaubertrank der kleinen Heilung. Weg mit dir. So, Serana, koch was. Dann gucken wir uns mal um hier. Was haben wir denn noch Schönes? Oh, hier ist noch mal ein kleiner Heiltrank. Leer, leer, kaputt. Was ist das? Das ist doch kein Teller, das ist doch ein Knochen. Hattest du noch irgendwas? Ja, ein bisschen Kohle für uns. Gut, dann schauen wir mal hier endlich weiter.
Sirana wollte ja eh schon vorstürmen, also ist ja schon ganz okay. Hacker Hucker! Ihr kleinen Mistviecher! Ich mach euch fertig! Jeden einzelnen! Guck mal, hier schön der Blitz! 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 So, da hinten ist noch. Oh! Kicken! Episch! War nur ein bisschen scheiß Kameraposition. So, habt ihr. Die Reine, lass mich mal kurz durch. Oh, erschreck mich nicht so, du Mistvieh! Rieglinghütte, was habt ihr hier versteckt? Becher. Vulkanglashelm der höchsten Beschwörung. Da fällt mir eigentlich gerade mal kurz ein. Ich könnte ja mal wieder hier so mein altes Gewand anziehen, nicht wahr? Da werde ich auch ein bisschen mehr aushalten. Na gut, das ist. Ich halte eh viel aus, also, aber. Man muss es ja nicht riskieren, sage ich mal. Nein. Das. Klick. So. Klick. Leere Weinflasche braucht keine Sau. Eine Truhe. Haben wir hier was Schönes drin, Alter? Da möchte ich was los. Da. Was ist das hier denn? Stärke, Schlossknackens. Weizen nehmen wir mit. Für was brauchen die eigentlich so viele Tränke? Zaubertrank des Ritters, Elixier der Gesundheit, Lösung der Ausdauer, bla bla bla. Na gut, liebe Leute. Die 17 Minuten sind um. Damit sage ich natürlich wie immer mit Serana im Blick: favorisieren, kommentieren, liken. Und so weiter. Schönen Gruß an Lord. Ciao.